Hallo, ihr Quirlinge! Die Dinge nehmen Fahrt auf, Inkorin ist am Hafen, ich bin drauf und dran, das Schiff der Paladine zu entern, zu kapern oder wie auch immer. Aber vorher gibt es doch noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Ich habe nämlich mal recherchiert, wie viele Crewmitglieder man rekrutieren darf, und es sind mehr als 5 oder 6, wie ich sie bisher habe. Man darf nämlich bis zu 9 Leute mitnehmen, und da gäbe es noch 1 oder 2 wichtige Leute, die ich mitnehmen sollte unbedingt. Das eine wäre aus technischen Gründen der gute Vatras, und das andere aus eigentlich ebenfalls technischen Gründen der gute Mario, der mich schon so angekaut hatte hier. Den kennt der Held zwar nicht, aber jetzt, wo der Held einmal das Schiff gesehen hat und gedacht hat, oh, brauche ich doch mehr als 6 Leute, warum nicht? Er hat ja immerhin sehr gut Werbung für sich gemacht, und aus Rollenspielgründen ist es wichtig, ihn mitzunehmen. Also, gute Leute kann ich immer brauchen. Alles klar, wir sehen uns dann am Schiff. Jupp. Außerdem gibt es 500 Erfahrungspunkte pro Nase. Den nächsten, den ich unbedingt mitnehmen sollte, das wäre Vatras. Weil Vatras, glaube ich, dann im Kapitel 6 als Magierhändler fungiert. Das macht wohl nicht Milton. Und als Magier ist es einfach logisch, dass es sinnvoll ist, 2 andere Magier mitzunehmen. Einmal einen Magier des Feuers und einen des Wassers, um entsprechend abgehobene Dispute führen zu können über die nächsten Schritte, wo einem ein Lee oder ein Lester auch nicht folgen können. Aber Vatras, wo ist denn Vatras eigentlich? Gute Frage. Wo ist denn Vatras? Ist der hier? Ah. Oh, dieser Teppich, der macht mir Angst. Es gibt zahlreiche Gerüchte über dich in Korinnis. Demnach sollst du an der Ermordung unschuldiger Menschen beteiligt gewesen sein. Sollte dem wirklich so sein, so kann ich dich nur warnen, mein Sohn. Verlasse nicht den Pfad des Gleichgewichts und der Erhaltung dieser Welt. Sonst wird es weitreichende Konsequenzen für dich haben. Sprich, womit kann ich dir helfen? Er spielt wohl an auf die Ermordung von Fernando und Bromor. Das waren ja, und auch Vino. Ne, Vino war ich nicht. Aber Malek vielleicht auch. Das waren diese Typen, die besessen waren, und da hat der Held kurz einen Prozess gemacht. Und außerdem ist ein Teppich gerade hinter dir verschwunden. Nochmal so. Ja. Die Drachen werden keinen Schaden mehr anrichten. Ich wusste, dass du heil zurückkehren würdest. Doch die größte Hürde wirst du noch nehmen müssen. Ich weiß. Dann rüste dich gut und komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Trage das Auge Innos immer bei dir, hörst du? Adanos segne dich. Wir machen das anders. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen, bevor er zu uns kommt. Du willst mich begleiten? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so sicher gewesen, mein Freund. Na dann. Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu wissen. Wir werden uns im Hafen treffen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Der Feind schläft nicht, mein Freund. Mhm. Danke für deine Hilfe, das Auge Innos zu heilen. Sei nicht so verschwenderisch mit deinem Dank. Deine größte Aufgabe liegt noch vor dir. Ich hoffe, ich sehe dich heil wieder, mein Sohn. Hm. Gut, du gehst dann dahin, oder? Ich habe dich doch rekrutiert. Boah, dieser Teppich macht mich kirre. Und irgendwie hat der Synchronsprecher des namenlosen Helden in der Session, in der er die Sätze gesprochen hat, die wir gerade gehört haben, da hatte er doch ganz eindeutig eine Erkältung, oder? Der spricht so, wie ich spreche, wenn ich gerade so eine heftige Erkältung am Auskurieren bin und jetzt keinen akuten Schnupfen mehr habe, aber das immer noch so völlig nasal klingt. Und so klingt der auch gerade. Okay, also ich habe den, dann hätte ich noch 3. Also ich hatte 6, Moment mal. Ich hatte die 4 üblichen Verdächtigen, dann hatte ich Laris und Lee, das waren dann Nummer 5 und 6. Jetzt habe ich Nummer 7 und 8. Ich habe noch einen frei. Da kann ich entweder Bennett mitnehmen oder... Oh, ich suche mit mal. Ne, Bennett. Ich nehme mal Bennett mit. Ich brauche zwar keinen Schmied, aber... Wenn's Schee macht.
Die Letzteren, vor allen Dingen Bennett, müssen sich jetzt mächtig beeilen, damit sie noch im Schutze der Dunkelheit rechtzeitig in die Stadt kommen, zum Hafen, wo jetzt gleich der Bär stirbt. Und Bennett pennt schon, scheiße. Na, wo pennt denn der? Bennett, Bennett, wir müssen reden. Da! Komm, Hase. Verdammt, was ist los? Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Na klar, wen sonst? Was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onashof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Ist Onashof so schlimm? Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar, bis nachher. Okay, prima. Und du hast nichts gehört. Das war ein Gespräch unter Männern mitten in der Nacht, alles klar? Bäuerin. Ach, ich werde Onashof vermissen, auch wenn ich das hier nicht als Fraktionshauptquartier hatte, aber ich werde Onashof vermissen. Dann in Gothic Teil 3, wann auch immer ich es spiele. So. Und dann hätte ich noch einen weiteren Kandidaten. Der wäre in der Hafenstadt. Ich weiß aber gar nicht genau, wo der ist. Ich habe eine Idee, aber die muss nicht stimmen. Und zwar kann man auch einen der Paladine mitnehmen. Und das ist nur recht und billig, weil es ja ihr Schiff ist. Und ich glaube, also ich habe jetzt zwar 9 voll, aber ich glaube, diesen Paladin kann man immer mitnehmen, so wie ich das gelesen habe. Ich glaube, der zählt quasi nicht in die 9 dazu. Mal gucken, ob das stimmt. Und zwar wäre das, glaube ich, Girion. Und war der nicht hier oben? Hier oben war Cedric. Und du warst Cedric, richtig? Nee, du bist ein Ritter. Ach, herrje, wo ist denn Girion? Dann ist der wohl im oberen Viertel. Hier ist ja gar keiner mehr. Okay, ich hüpfe mal gerade ins obere Viertel. Und hier ist Girion schlafend im Haus der Paladine. Ich habe auf dem Weg hierher bei Ignaz noch 10 Laborwasserflaschen gekauft. Ignaz hat mir nämlich noch gefehlt. Und wieso kann man eigentlich dich mitnehmen? Was ist los? Wir müssen mal reden. Kann man den nicht mitnehmen? Kannst du mich trainieren? Wenn du etwas lernen willst. Ich bin ein... Okay. Vielleicht gibt es später eine Situation, wo man ihn mitnehmen kann. Irgendwie, vielleicht kommt er jetzt zum Schiff oder so, keine Ahnung. Oder man kann ihn nur mitnehmen, wenn man Paladin ist. Das kann sein. Dass der Angehörige der eigenen Fraktion irgendwie nicht zählt. Das wäre bei mir aber dann schon Milton, glaube ich, oder? Wer wäre das denn sonst? Das ist egal. Ich habe es gecheckt. Man kann ihn nicht mitnehmen. Und, ja, der Held hätte zwar gerne einen Paladin dabei, aus genannten Gründen, aber wenn sich kein Paladin irgendwie auf die eigene Seite ziehen lässt, dann ist es halt so. Jo, dann würde ich jetzt aufbrechen. Ich weiß nicht, ob ich noch einen oder zwei Leute mitnehmen könnte. Ich habe jetzt zwar meine 9 voll, aber vielleicht zählt der ein oder andere ja nicht. Milton zählt vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber das ist alles nicht mehr so wichtig. Ich glaube, ich habe die wichtigen dabei. Und dann nehmen die Dinge jetzt ihren unweigerlichen Lauf. Geht ja mal alle schlafen, ihr Paladine und Ritter. Denn wir haben gleich was vor, was euch nicht schmecken wird. Ihr werdet hier auf dieser Insel versauern. Ihr werdet ihr nicht, weil Garvel baut ja ein Boot. Und das Erste, was Lord Hagen machen wird, ist es, Garvel kräftig unter die Arme zu greifen beim Bau seines Bootes. Um es danach zu beschlagnahmen. Im Namen der Krone. Genau so wird's laufen. Das gehört in die Kategorie der unerzählten Gothic-Geschichten speichern. So, meine Hübschen. Seid ihr alle da? Rechts 4, links 1, 2, 3, 4, 6, aber da ist der Kapitän dabei. Die göttliche Ordnung verstoßen. Das ist doch nichts Neues. Ist doch wahr. Davon lasse ich lieber die Füße. Ich glaube, ich kann ja erstmal nichts sagen. Nicht ewig so weitergehen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Milton und Lester unterhalten sich. Ich will dich doch nicht mitnehmen. Nein. Ich glaube, ich muss ja einfach jetzt hier auf Krawall gebürstet hier den Jungs klar machen, dass ich hier mehr Leute bei mir habe, als sie gemeinsam sind. Und jetzt können sie sich entscheiden, ob sie den Helden spielen wollen. Oder ob sie nicht doch lieber
Wir können nur abwarten. Die Strafe, die unweigerliche von Lord Hagen auf sich nehmen. Keine Ahnung, ob ich hier Mana brauche, aber ich tanke mal gerade voll. Ich habe so einiges gehört. Das hätte ich dir vorher sagen können. Moment, wo willst du hin? Ich wollte... Tut mir leid, du kannst hier nicht vorbei. Du stellst den Wunsch eines Magiers des Feuers in Frage? Nein, natürlich nicht. Innos möge mir verzeihen. Die Magier des Feuers sind die Hüter der Weisheit Innos. Wer sie in Frage stellt, stellt Innos in Frage und verwirkt jegliches Recht auf seine Gnade. Das hast du schön gesagt. Was passiert, wenn ich an Bord gehe? Ich werde dich töten. Ich meine, aufhalten. Du würdest einen Magier des Feuers angreifen? Ich würde niemals Hand an einen Magier legen. Also, was würdest du tun, wenn ich an Bord ginge? Nichts, mein Herr. Ich werde jetzt an Bord gehen. Das darfst du nicht. Lord Hagens Befehle waren eindeutig. Schließen Lord Hagens Befehle auch mich mit ein? Ich weiß nicht. Denk mal nach. Würde Lord Hagen es wagen, einen Magier des Diebstahls zu verdächtigen? Das glaube ich nicht. Zum letzten Mal. Lass mich auf das Schiff. Verstanden. Du darfst auf das Schiff. So, gilt das jetzt auch für meine ganze Mischpoke da hinten? Offenbar nicht. Aber es gibt mir Gelegenheit, mich mal auf dem Schiff umzuschauen. Magierdieb und so. Wir hatten es ja gerade. Ein Schiff. Also für die damalige Zeit, Gothic 2, war das ein richtig schönes Schiff. Recht detailreich ausgearbeitet, auch wenn ich von Schiffen überhaupt gar keine Ahnung habe. Aber manch anderes Schiff, das man so betreten kann in späteren Spielen, ist dann doch irgendwie deutlich weniger cool als das hier. Ich drehe mal kurz ein Ründchen und dann gucke ich mal, ob ich einfach meine Leute jetzt aufs Schiff schicken kann oder wie das jetzt funktioniert. Weil eigentlich müsste er ja sagen, du darfst aufs Schiff. Das ist eine Sache, aber diese ganzen komischen Leute da, Milton vielleicht auch noch, weil das auch noch ein Magier ist, wenn auch mit von niedrigerem Rang. Aber, oh hier, Lederbeutel. Ich hätte einen Lederbeutel, Geheimversteckalarm auf dem Schiff, finde ich. Wenn jemals die Karte kommt, also das ist jetzt da bei mir in der Livia-Edition, aber eigentlich ist es auf dem Schiff. Ihr wisst Bescheid, Lederbeutel. So. Rohstahl. Das Licht hilft natürlich gerade nicht, hier was zu machen, aber hier, guck mal. Oh, ein Kämmerchen, ein Kämmerneidchen. Was steht hier geschrieben? Ja, okay. Mana, Gedöns. Und hier unten, wo ist eigentlich die Kapitänskajüte oder war die das gerade? Ein großer Laderaum und ich finde noch ein paar Sachen. Das hier sieht aus wie eine... irgendwas, ein Trank. Das war... oh, das war das hier. Das war ein Elixier der Stärke, Hossa. Stärke plus 3, danke. Diese Kanonen. Klein und knuddelig. Was ist das für ein Ding? Das war ein ordinäres Heilungselixier. Hier gibt's den nächsten Lederbeutel. Das ist aber kein Geheimversteck, den kann man gut sehen. Das hier ist vielleicht eine Mana-Essenz, Mana-Extrakt. Nee, es war ein Trank der Geschwindigkeit. Das hier ist... 113, 9. Das war ein Mana-Elixier. Der Truhe gibt's ja gar nicht, oder was? Lederbeutel. Und was bist du für ein Ring? Tja, was bist du für ein Ring? Scheiße, jetzt kann ich wieder Ringe zählen. Gewandtheit, Geschicklichkeit, Lebenskraft, Lebenskraft, Eisenhaut, Feuerring, Feuerring. Verteidigung, Unbesiegbarkeit, Ring des Wassers. Sehen, was man so erzählt.
Ich glaube, es war ein Ring der Steinhaut, oder? Was meint ihr? Ich meine, ja. Ring Memory spielen. Das war total doof. Oh, wohl red fett. Dass man das in dem Spiel halt dann irgendwie nicht angezeigt bekommt, was das für ein Ring ist. Man stellt sich vor, ich hätte niemals Ringe verkauft. Wie sollte ich denn jemals herausfinden, was das für ein Ring war? Dann hätte ich ja 30 Ringe im Inventar. Und das könnte ich mir nicht merken. So. Das Ründchen ist gedreht. Jetzt werde ich frech wie Oscar einfach mal meine Jungs und Mädels, ne, Mädels habe ich nicht dabei, Jungs aufs Schiff schicken. Und dann mal gucken, wie die Wachen reagieren. Sollen sie doch versuchen, diesen Sauhaufen in Schach zu halten. Dann wünsche ich ihnen viel Glück. War ich da drin? Hier ist noch was. Hat was, eine ganz normale Mana-Extrakt-Dingens. Und hier? Hier war... Nee, ach, guck mal hier. Ach, Lederbeutel, das kann nicht wahr sein. Ist aber gut zu sehen gewesen. Und trotzdem habe ich es beim ersten Mal nicht gesehen. Mach die gerade mal auf. Lohnen die sich? 25, so sich nicht. Ein 50er noch. Oh, das war's. Das hätte ich wohl schon, als ich Magier wurde, hier mir angucken können. War ich da oben? War ich hier? Jetzt bin ich gerade völlig aufgeschmissen. Nee, das kommt mir unbekannt vor. Hier war ich noch gar nicht. Die Tür ist... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, Schlüssel ist scheiße. Und das hier ist dann der Kapitänsbereich. Hier ist die Kombüse. Liegt hier irgendwas in der Ecke, so völlig unmotiviert? Nö. Nö, nix. Unterkunft. Hier sind jetzt 6 Betten. Na gut, irgendwer muss ja immer wach sein. Das heißt, ich brauche weniger Kajüten, als ich Leute habe, weil niemals alle gleichzeitig schlafen. Hoffe ich zumindest sehr. Dann noch eins höher und dann... kann ich mal für Stunk sorgen am Kai. Hinauf, die letzte Stiege. Hier ist noch ein Lederbeutel. Hm. 25. Okidoki. Würde Lord Hagen einen Magier des Diebstahls verdächtigen? Nein, würde er nicht, weil er mich nicht gut genug kennt. Getreu dem Motto, ich sage nicht, dass du Dinge vom Schiff gestohlen hast. Ich sage nicht, dass du keine Dinge vom Schiff gestohlen hast. Ich sage nur, nach deinem Besuch auf dem Schiff haben einige Dinge gefehlt, die davor noch da waren. Punkt, Punkt, Punkt. Was macht er hier? Das ist eine blöde Frage, das ist offensichtlich. Ja. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Lauft mal los, alle Mann. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Das hat er doch vorher gewusst. Möglich. Bist du bereit, mich zur Insel überzusetzen? Aber klar doch. Her mit der Karte. Gut, dann hoch die Segel und nichts wie weg hier. Überprüf vorher nochmal deine Ausrüstung. Wenn wir erstmal auf See sind, gibt es keinen Weg mehr zurück. Wenn du das gemacht hast, dann leg dich erstmal schlafen. In der Kapitänskajüte steht ein Bett für dich bereit. Gute Nacht. So, Kapitänskajütenschlüssel. Woher hast du denn den Schlüssel zur Kapitänskajüte? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Das ist doch gar nicht dein Schiff. Natürlich ist es technisch sinnvoll, dass er mir den jetzt gibt, weil ich den vorher nicht haben sollte. Aber es ist trotzdem rollenspielerisch vollkommen unlogisch. Wenn überhaupt, müsste einer von denen das vielleicht haben. Milton geht gleich mal nach hinten. Zum Heck, warum auch immer.
Und ihr? Wisst ihr was, ihr könnt einfach mitkommen. Ihr könnt das Schiff bewachen, wenn ich auf Irdorad bin. Meine Jungs haben Besseres zu tun. Oh je. Wahrscheinlich ist dann, wenn man Söldner ist, kann man wahrscheinlich sie einfach bedrohen, dass sie einen reinlassen aufs Schiff. Und wenn man Paladin ist, dann kann man ihnen irgendwie vorgaukeln, von wegen, man hätte jetzt den Befehl von Lord Haken bekommen, man wäre ja sowieso der Ranghöhere und irgendwie so, nehme ich an. Jo, dann ist das Episodchen wahrscheinlich gleich zu Ende. Ich lege mich mal mit dem Helden hier aufs Ohr. Kapitänskajütenschlüssel habe ich. Doch wieder ein kleines Zimmerchen. Mit Wolfskopf sogar. Oh, hier liegt ein Erzbrocken. Nicht zu fassen. Buchkommode. Gesetz der Insel. Das will ich jetzt nicht mehr lesen, weil das Inseldasein hat sein Ende. Nach 200x Episoden. Oh, jetzt schon. Ich wollte doch an die Truhe. Oh ja, der Steuermann versteht sein Handwerk. Das Ding hier durchzuschippern durch die Felsen, das war nicht die leichteste Aufgabe. Wer ist eigentlich zum Steuermann umfunktioniert worden? Und ich werde definitiv den Helden mal jetzt schlafen lassen. Hallo, Kapitel 6. So. Es ist mir jetzt hier gerade zu dunkel. Außerdem hat er halt gar nicht geschlafen. So geht's ja noch nicht. Ich habe noch eine Truhe. Die wird wohl leer sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Nein. Ey, ich will wissen, was in dieser Truhe war. Scheiße. Wie soll man denn an diese Truhe kommen, wenn man da... Oh je. Ich check mal gerade, ob da was drin war in dieser Truhe. Aber vorher gibt es noch einmal hier in der Mannschaftskajüte. Oh, Lee levitiert neben dem Bett. Ich will keinen Ärger. Nein. Es ist nicht wahr. Das sind jetzt fremde Betten. Ich will keinen Ärger. Das war sowas von klar. Ach, Held. Es ist fürchterlich mit dir, weißt du das? Ich spring nochmal gerade zurück und guck mal, ob ich irgendwie vielleicht in der Truhe was hätte finden können. Speichern. Jo, da bin ich wieder. Also, ich habe es nicht geschafft, an die Truhe ranzukommen, trotz zweier, dreier Versuche. Die Truhe ist einfach zu nah am Bett und wenn man am Bett ist, dann passiert das, was hier halt gerade zu sehen war. Und dann habe ich versucht, schlau zu sein und habe den Kapitänskajütenschlüssel hier draußen auf dem Schiff irgendwo hingelegt, nach dem Motto, wenn er mir aus dem Inventar gelöscht wird, dann hebe ich ihn halt nach dem Kapitelwechsel wieder auf und gehe dann in die Kajüte. Geht aber leider auch nicht. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, wäre, um es mal zu sehen, weil es ist totaler Quatsch, dass es nicht funktioniert, wieder die Cheat-Konsole zu bedienen und zu sagen, ich beam mich mal gerade durch die Tür. Dazu müsste ich erstmal mein Dings wieder finden. Wo war das denn? Das war doch... Nee, das war hier. Ach, Mensch. Ist alles so dunkel hier. So, jetzt... Jetzt hier... Ich glaube, das geht so. Jawohl, reingebeamt. Was bist du für... Das ist unglaublich, oder?
Dieses Spiel. Man kann nicht an diese Truhe ran. Das ist vollkommen unmöglich. Okay, also ich glaube, ich gebe auf. Das ist so eine Truhe nach dem Motto, sie ist so nah und auch unerreichbar fern. Das ist doch nicht dein Ernst, Piranha Bytes. Oder komme ich da später ran? Ich meine, ich habe ja noch ein bisschen was zu tun hier auf Irdorad, aber trotzdem, hier, wenn hier kommt, ja. Er wäre jetzt nah genug ran gewesen, um sich vor die Truhe zu knien, aber wenn er das macht, kommt automatisch das Laden. Man kann die Truhe nicht angrabbeln. Das ist sehr schade. Und leider kann man hier auch jetzt nicht schlafen. Das macht Irdorad natürlich noch viel schlimmer, als es eh schon ist. Aber ein anderes Bett habe ich hier halt leider nicht. Und ich konnte ja auch nicht auswählen, von wegen bis zum nächsten Morgen schlafen und so. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, wäre es, nochmal zu laden und dann in Corinnes den Helden schlafen zu lassen. Aber das ist Quatsch, meine ich nicht. Weil eigentlich dauert die Reise ja auch eine Weile. Dass es jetzt immer noch die gleiche Tageszeit ist, ist eigentlich eher Zufall. Na gut, lange genug rumgequatscht. Hier ist jetzt Schluss und weiter mit Irdorad im Dunkeln. Passt aber auch eigentlich ganz gut. Geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.